Hallihallo, da bin ich mal wieder mit einem Bastelvideo, weil ne, es ist Weihnachten, da kann man sich auch wieder ein bisschen austoben. Und das ist jetzt wirklich ein Bastelding, das geht mega super schnell, das kann man mal eben machen, wenn man irgendwie Zeitdruck hat, das kann man mit Kindern machen. Und jeder, der jetzt denkt so, oh, ich muss doch noch irgendwie ein bisschen Deko aufhängen, sieht ein bisschen nackig aus oder die Nachbarn haben schon alle ihre Fenster dekoriert und wir haben nichts oder so. Und da wollte ich nämlich euch vorschlagen, dass ihr vielleicht mal mit diesen schönen Sternen das probiert. Finde ich sehr schick, sind so ein bisschen auch dreidimensional. Und das Allerbeste ist, es sind mit Sachen gemacht, die ihr aller Wahrscheinlichkeit nach zu Hause habt. Und zwar sind das einfach diese Papierfrühstücksbeutelchen, die es irgendwie für ein Apfel und ein Ei gibt. Wie gesagt, man kann das natürlich farblich auch noch machen, aber so eigentlich geht es mega super schnell. Und ja, ich habe das einfach jetzt mal gedacht, ich zeige euch das, wie es geht, auch wenn es schon fast zu simpel ist, um es zu zeigen, aber ich zeige es euch trotzdem. Und ja, wie gesagt, nehmt Kleber und Papiertüten. Ich glaube, da habe ich 7 Tütchen für gebraucht. Man kann das auch mit mehr machen. Aber das kann ich euch gerne nochmal per Foto auch zeigen, wie es mit mehr aussieht am Ende des Videos. Jetzt geht es erstmal los und ich zeige euch, wie schnell das geht. Außer ich quatsche natürlich ein bisschen viel dazwischen, aber eigentlich geht es rasend schnell. So, also, es kann losgehen zum einfachsten Basteln der Welt. Was ihr braucht, ist Kleber. Ich habe jetzt wirklich ganz einfach einen Klebstift genommen und das funktioniert auch. Wie lange das jetzt haltbar ist, kann ich jetzt nicht garantieren. Also man kann da auch sicherlich flüssigen nehmen oder Heißkleber, wer es ganz bombenfest haben will. Aber wenn es schnell gehen muss, und das ist ja Ziel des Ganzen, reicht auch ein ganz einfacher Klebestift. Dann entweder eine Schere oder so ein Cuttermesser, Bastelschere, was auch immer. Und dann gegebenenfalls ein Lineal dafür. Ich habe hier, ach nee, das sieht man glaube ich nicht. Hier ist schon mal einer fertig. Auf jeden Fall, ihr nehmt einfach die Tüten. Ihr schaut nur, die meisten, oder normalerweise ist es so, dass diese Tüten eine Seite haben, die ist kürzer und eine ist länger. Ich lege es mir immer schon so hin, dass die kürzere nach vorne zu mir sozusagen zeigt. Und dann knicke ich die erste Tüte einmal in der Mitte. So als grobe Orientierung, wie groß die Spitzen sein sollten. Ach genau, natürlich braucht ihr die Tüten. Gibt es ja auch verschiedene Größen, Dicken, Breiten, wie auch immer, so da einfach auch schauen, was ihr habt. Ich habe so ein ganz einfacher 100er Pack für, ich weiß nicht wie viel, die ich schon seit Ewigkeit rumliegen hatte. Und dann ne, so gedacht hatte, man kann da diese Laternen bauen, habe ich nicht gemacht, oder zumindest nicht 100 Stück. Ja, also man hat jetzt hier ungefähr die Hälfte und weiter sollten die, die Spitzen auch nicht gehen. Und wie viele Tüten ihr nehmt, ist eigentlich auch wie viele habt im Endeffekt oder individuell. Ich empfehle es eine unrunde Summe zu machen und entweder so zwischen der 7, das ist der 1 und das mache ich nochmal eine 9er. Ja, ist halt einfach abhängig davon, wie viele Spitzen ihr haben wollt. Und dann, ich markiere mir das jetzt einfach, dadurch, dass die hier in der Mitte geklebt sind, hat man da auch mal ein ganz gutes Auge eigentlich. Und dann wird einfach mit dem Messer durch. Und jetzt geht es zum Kleben. Und zwar, wie gesagt, hier darauf achten, dass die kürzere Seite sozusagen nach vorne zeigt. Und jetzt wird einfach ja, ein T sozusagen draufgeklebt. Und zwar hier unten, ich muss auf die Seite, hier unten der erste Strich vom T. Und dann hier in der Mitte, auch da kann man sich ganz gut wieder an diesem Kleber, an dem der Tüte selbst orientieren. Und dann bis hier hochkleben, aber nur bis zum Ende des kürzeren Stückes kleben. Und das war der ganze Hokuspokus. Dann wird es jetzt einfach die nächste Tüte übereinander gelegt. Guckt, das Einzige, wo man ein bisschen akkurat sein sollte, ist hier unten an der Kante, dass da eine schöne Kante entsteht. Glatt streichen und das war's. Und das macht ihr jetzt mit allen Tüten. Mache ich jetzt auch. So, erledigt. Es ist jetzt alles geklebt. Ich würde es noch ein paar Minuten einfach trocknen lassen und sitzen lassen, dass es wirklich aneinander pappt. Und dann ja, entweder beiseite legen und noch eine ganze Großproduktion davon starten. Oder ja, ihr könnt es direkt hier nochmal noch eine Ladung Kleber hier drauf machen, zusammen machen. Dann halt, geht es nicht mehr auseinander. Oder wer es vielleicht nochmal benutzen will, das einfach mit doppelseitigen Klebebandenstückchen, mit einer Büroklammer, wie auch immer, dann nur zusammenpappen, dass es halt hält. Und ja, und dann wieder einfach zusammen, auseinanderfalten. Und fertig ist der Stern, den man jetzt nicht genau sieht. Aber also ich denke, einfacher geht es nicht. Das ist jetzt ein 9er.
mit 9 Tütchen und ich habe hier auch noch eine. Man sieht jetzt keinen großen Unterschied. Ich versuche das mal irgendwie. Das sind 7. Und 9. Ich mache euch nochmal ein Foto davon. Aber das war's schon. Dann viel Spaß beim Basteln.